Willkommen in Vaskar, Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union Unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie in UUR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vaskar war unabhängig. Der UUR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung, Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das ist ein UUR-Kontaktmann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Die Chor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UUR war viel weiter fortgeschritten, als die Chor öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwarm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UUR Satelliten in den Pendulum kriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand. Ein Satellitenstart hätte weitere 100 Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren? Oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm. Oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und kommt zu mir, bevor ihr geht. Ist dir klar, dass das auch daneben gehen kann? Mir egal. Wir kriegen das hin. Müssen wir einfach. Vielleicht solltest du mir sagen, was du in der Maschine gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gefühlt. Sie haben jetzt eine Königin. Sie werden nicht aufhören. Ich habe sie geweckt. Also muss ich sie auch aufhalten. Ja, aber es liegt nicht nur an dir. Komm schon, gehen wir zu Bert.
Oh, gut, du bist hier. Schnapp dir das Modul vom Tisch. Jack ist fällig für ein Upgrade. Also, wir haben dafür nicht gerade alle Zeit der Welt. Fertig. Was macht das Ding? Mir nach. Vor ein paar Tagen habe ich Perik ein Care-Paket geschickt. Mit ein paar Dibis und Egeln. Interessant. Potenziell gefährlich, aber interessant. Danke. Weißt du, als du Niles Maschine beschrieben hast, kam mir eine Idee. Ich nenne es Entführung. Na los, versucht es. Zeig ihnen, was du kannst, Jack. Weißt, wie man den Schwarmverstand außer Kraft setzt? Nein, Jack flutet nur ihre Hirne mit ein paar Volt. Ist primitiv, hält nicht lang an, aber es klappt. Gegen welchen Schwarm können wir es einsetzen? Nun, unsere Testdaten sind zwar begrenzt, aber weißt du was? Dreh durch da draußen, mal sehen, was passiert. Oh, noch was. Sieh doch mal nach Paddock, bevor du gehst. Er ist draußen. Noch was, Bert. Wenn der Hammer oben ist, muss ich wissen, ob du verlässlich bist. Mach dir keine Sorgen. Dieses Mal machen wir es richtig. Was mit Lizzie und dem Konvoi passiert ist, war nicht deine Schuld. Tja, nett, dass du das sagst. Aber ich hab den Knopf gedrückt. Hatte kein gutes Gefühl dabei. Wollte es nicht tun, aber ich hab's getan. Also meine Schuld. Da wir gerade dabei sind, hast du irgendwann J.D. gesehen? Das versuche ich zu vermeiden. Hey, Bert. Was macht dieser Beschützer hier? Oh, ich spiele nur mit den Schildgeneratoren rum. Habt ihr den Akzent von diesem Paddock gehört? Doras Najanisch. Ja. Und? Und sie hatten damals einen gewissen Ruf. Folter, Kriegsverbrechen. Also, wo ich herkomme, hat die Kor den gleichen Ruf. Seht euch das an, Kinder. Bis vor wenigen Wochen kamen wir gut zurecht mit eurem sogenannten Schwarm. Dann hat sich alles geändert. Sie wurden klüger. Plötzlich trugen sie Rüstung. Und sie stellten die hierher. Bedien dich, wenn du willst. Also, habt ihr allein gegen den Schwarm gekämpft? Ja, deshalb habe ich auch Bert erlaubt, herzukommen. Wir helfen euch mit eurer Rakete, ihr erkämpft für uns das Land zurück. Apropos, unsere Wasserversorgung wurde gekappt. Wir wollten sie wiederherstellen, ja. Aber euer Schwarm macht es nicht gerade leichter, mild gesagt. Der Hammer hat zwar Priorität, aber sagen wir mal, wir helfen. Was braucht ihr? Unser Wasserturm. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Ich habe länger nichts von meinen Leuten dort gehört. Keine Ahnung, was da genau los ist. Schaut doch einfach mal vorbei. Okay. Jetzt die Frage aller Fragen. Seid ihr Kinder wirklich vorbereitet? Euer Skip steht jedenfalls auf der Startbahn und die Wüste wartet. Nein.
Was meinte Baird? Ein kleiner Bürgerkrieg? Wohl kaum. Bei diesen Schrotthaufen was zu holen? Schrott? Sie heißen Pariahs. Der ganze Sturz der UR-Panzerdivision. Hm. Ich nehme mal an, ihr habt sie schon ausgeschlachtet. Du vermutest richtig. Aber mittlerweile wurden selbst die Teile nach Teilen durchsucht. So seltsame Formationen habe ich noch nie gesehen. Das ist Sand. Super heiß gegrillt von einem Blitzgewitter. Ach ja? Wie geht das? Hohe Druckstöße. Ändert die atomare Struktur des Sandes. Du hast deine Berufung verfehlt. Du solltest Wissenschaften lehren. Ja. Keine Ahnung. Wer? Erwarten wir noch jemanden? Nein, tun wir nicht. Tja, das verheißt nichts Gutes. Das glaube ich jetzt nicht. Wollt ihr uns etwa aufhalten? Eigentlich. Daraus wird nichts. Kate. Du solltest ausnahmsweise mal zuhören. Kate. Ich höre zu. Ja, weißt du, ist nicht nötig. Ich bin fertig. Okay. Ich will dir helfen. Wenn ich darf. Wie bitte? Was? Dad hat mir von Mount Kadar erzählt. Was ihr erfahren habt. Und, ja, ich weiß, dass du mir nicht traust. Nach allem, was passiert ist, was ich getan habe, kann ich es dir nicht verübeln. Und was sagt Jin dazu, dass du hier bist? Jin weiß nichts davon. Ach, wirklich? Und lass mich raten, er will sicher auch nur helfen. Ja. Fast ist nämlich gar nicht so übel. Naja, bin ich eigentlich schon. Du hast dich nur an mich gewöhnt. Wer zum Henker sind die? Freunde. Sie kommen mit uns. Ja? Die gefallen mir nicht. War ja klar. Wenn du die beiden mitnehmen willst, von mir aus. Aber ich rede mit dir, nicht mit denen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, ich will nur helfen. Bert. Tja, dann los. Schwenken wir uns in den Raven und suchen ein paar Satelliten. Kein Raven. Die Sturmfronten da draußen bringen einen um. Also was? Sollen wir laufen? Ey, Mann. Wenn du laufen willst, nur zu. Wir haben andere Pläne. Ach, doch nicht mit dem Skiff, oder? Na schön. Aber erst habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ein großes. Klar. Dann rupf los. Du hast mich belogen. Nach deiner Verletzung hast du dich zurückgezogen. Als würden wir dich gar nicht kennen. Ich war nicht wirklich ich selbst, ja. Das weiß ich. Und, wer steht heute vor uns? Euer Freund. Ich wollte ja Freddy überreden, dass er seine dunkle Seite annimmt, aber irgendwie bringt er das Beste zum Vorschein. Na gut, ich weiß, warum wir hier sind. Aber wo gehen wir hin? Ein alter Raketenhangar im Osten. Und übrigens, die Nomaden könnten auch Hilfe gebrauchen. Dann tun wir es. Moment mal. Du kannst nicht einfach sagen, tun wir es und die letzten Monate ignorieren. Dell, komm schon. Nein, ist okay. Er soll es rauslassen. Nein, nein, das ist nicht fair. Du bist total vernünftig und ich will sauer sein. Dann sei sauer. Ich will hier nichts beweisen. Ich will nur helfen.
So wie ich übrigens auch. Offensichtlich färbt sein Anstand auf mich ab. Der Tarpaddock hat mir gerade etwas verraten. Es ist wichtig. Als der UOR-Basiskommandant dachte, dass er gegen die Rebellen verliert, infizierte er alle Militärcomputer mit einer Art Bootsektor-Virus. Das heißt, die Technik hier draußen ist meistens seit Jahrzehnten zerstört. Ja, Jack sollte in der Lage sein, die Schadprogramme auszuschalten und die Maschinen neu zu starten. Er braucht nur Zugriff. Okay, Bert. Verstanden. Das ist der Raketenhangar. Parken wir das Ding und suchen eine alte Rakete. Paddock sagt, hier gibt es einen Haufen Schwarm. Seid wachsam. Sie sind hier. Und? Was machen wir jetzt? Sie greifen an! Ausschalten! Wir sitzen fest! Wir müssen die Türme ausschalten!
Was für ein Begrüßungskomitee. Na los, wir müssen rein. Scheiße, da kommt noch mehr aus dem Hauptgebäude. Hopper, haltet sie auf. Gebt's ihnen. Dreh die Türme herum. Sind erledigt. Gute Nacht. Paddock, der Schwarm wollte uns aufhalten. Aber wir gehen jetzt in den Hangar. Gut, eure Rakete sollte da drin sein. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Dolmetscher braucht. Denn das werdet ihr. Ich spreche 5 Sprachen. Okay, geht klar. Hm.